Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Wir begrüßen Sie sehr herzlich bei dem Vortrag zu dem Thema Die Visualisierung der Delta-Residenz der 18. Dynastie bei Esbeth Helmi im Rahmen der Vortragsreihe des Institutes für Ägyptologie der Universität Wien gemeinsam mit der Ägyptologischen Gesellschaft Wien, denen wir sehr herzlich für die Einladung danken. Das Thema unseres Vortrages behandelt einen Bereich der österreichischen Ausgrabungen im östlichen Nildelta, die bisher nur partiell untersucht sind. An dieser Stelle möchten wir vor allem dem Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank danken, der das Projekt seit 2019 bis Ende November 2021 fördert und das bei WIAS, dem Vienna Institute for Archaeological Science, in Kooperation mit dem Institut für Ägyptologie an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien durchgeführt wird. Ziel des Projektes ist die Aufarbeitung der Befunde der sogenannten kleinen Palastplattform aus Esbeth Helmi und deren Umgebung. Vor allem die Stratigraphie, die baulichen Hinterlassenschaften und die flächendeckende Inkludierung des Fundmaterials aus den Jahren 1989 bis 1995 werden dabei digital erstellt. Gleichzeitig entstehen so die Grundlagen für die 3D-Visualisierung des Palastareales F aus der frühen 18. Dynastie von Esbeth Helmi, welche einen Teil der antiken Stadt sichtbar macht. Im Vortrag werde ich nun kurz den Fundplatz vorstellen, die Vorgangsweise der nachträglichen Digitalisierung des Geländes wird meine Kollegin Sandra Müller erklären und abschließend geben wir noch ein Beispiel eines bisherigen Teilergebnisses zur Visualisierung. Die österreichischen Ausgrabungen im östlichen Nildelta fanden von 1966 bis 2008 im Bereich von Tell el-Daba unter der Leitung von Manfred Bietag und seinem langjährigen Stellvertreter Josef Dorner statt. Der Fundplatz wurde vor allem als ehemalige Hyksos-Hauptstadt Auaris bekannt und wir sehen in dieser Abbildung die Position innerhalb des östlichen Mittelmeerraumes und verschiedener Kulturkreise, die im Ostdelta ihren Niederschlag finden. Das ist einmal Ägypten und dann sind es Bereiche der östlichen Levante, mit der mittleren und späten Bronzezeitkultur im 2. Jahrtausend vor Christus, ebenso wie die Insel Zypern als Handelspartner. Der Fundplatz von Esbeth Helmi hat wegen der aufsehenerregenden Funde von minoischen Freskenfragmenten weltweite Aufmerksamkeit erregt. Bisherige Forschungen zum Grabungsplatz, die von 1989 bis 1995 unter Leitung von Manfred Bietag standen, waren dementsprechend vor allem den Fresken gewidmet. Nur wenige andere Fundkomplexe aus dem Gelände sind aber bisher zur Gänze untersucht. Der Fundplatz Esbeth Helmi ist Teil des weitläufigen Ausgrabungsgebietes bei Tell el-Daba. In dieser Aufnahme sehen wir die geomagnetische Karte von Thomas Herbig und Christian Schweitzer aus dem Jahr 2008. Der Fundplatz Esbeth Helmi liegt an den Ufern des ehemaligen pelusischen Nilarmes, von dem heute im Gelände nur mehr stellenweise ein überwachsener Graben sichtbar ist. Der Flussarm war bereits zu Ende der Ramessidenzeit verlandet, weshalb dann auch später die sogenannte 21. Dynastie, die Libyer-Dynastie, eine neue Residenz am tanitischen Nilarm weiter nordöstlich gründete. Nach heutigem Wissensstand, auch aufgrund von geomagnetischen Messungen, wird das gesamte Stadtgelände von Auaris inklusive der in unmittelbarer Nähe gelegenen ramessidischen Metropole von Pyramese auf eine Fläche von etwa 15 Quadratkilometer geschätzt. Links im Bild sehen wir die Granitteile eines Tores aus dem Mittleren Reich von Amenemhet I. und Sesostris III., welche den Anstoß zur Erforschung des Geländes bei dem Dorf Esbeth Helmi gegeben haben. Dazu gibt es einen Fundbericht von Bietag, Dorner, Hein und Janoschi aus dem Jahr 2004. Die infolge ausgeführten Grabungen
brachten allerdings keine Baustrukturen aus dem Mittleren Reich zutage, sondern es waren massive Mauern und Schichten, die nach den bisherigen Untersuchungen in zwei große Schichtpakete gehören, deren frühere Phase fällt in die Hyksos-Zeit und deren jüngere ist an den Anfang des neuen Reiches zu setzen. Auch noch spätere Reste vom Ende der 18. Dynastie und frühen Ramessidenzeit wurden festgestellt. Zu der älteren Phase der Schichten gehörte auch ein Garten, der anhand von regelmäßig angelegten Baumgruben deutlich im Gelände sichtbar war. Der Phase des frühen Neuen Reiches können zwei Palaststrukturen, sogenannte Plattformen, zugeordnet werden, die durch ein breit angelegtes Becken vermutlich oder einen künstlichen See voneinander getrennt waren. In der Umgebung der kleineren Plattform im Nordosten, das ist also diese Plattform F, entstand auch ein Werkstättenviertel über den Gartenschichten. Verstreut darin wurden Verputzfragmente gefunden, die aus dem Palast stammen müssen, mit Resten minoischer Wandmalereien. Dazu liegt bereits eine Publikation von Pitak, Marinatus und Palivu aus dem Jahr 2007 vor. International sind diese Fresken auf großes Medienecho gestoßen und Teile der Fresken und Rekonstruktionen sind eben bereits publiziert. Einen Überblick zur chronologischen Schichtenfolge des Geländes sehen wir nun in diesen Stratigraphietabellen. Viele Befunde, die Details dazu erklären würden, sind aber bis jetzt nicht ausreichend studiert und abgesehen von einigen Vorberichten oder der Darlegung einzelner herausgegriffener Fundgruppen aus Esbethelmi, wie des größeren Palastareales G, wie sie vom Perlafus Caldo punktuell vorgenommen wurden, sind nicht ausreichend, um in extenso die Stratigraphie zu erklären. In der linken Abbildung sehen Sie einen Gesamtüberblick über die Stratigraphie des gesamten Grabungsgeländes und die rechte Abbildung zeigt im Speziellen die Straten aus dem Bereich von Esbethelmi. Die Stratigraphie jedenfalls ist nicht immer so geradlinig oder klar, wie sie hier in diesen Charts mit einem straffen Raster aussieht. Um Details der Stratigraphie erklären zu können, haben wir uns entschlossen, ein Projekt durchzuführen, das sich vorwiegend mit der Struktur der kleineren der beiden Plattformen, der sogenannten Plattform F eben, und deren unmittelbarer Umgebung, welche die Grabungsareale H1 und 4 sowie H5 einschließt, zu untersuchen, die hier in einem GIS-referierten Übersichtsplan erstellt ist und von Astrid Hassler vom ÖRI zu sehen ist. Rechts daneben sehen Sie den Übersichtsplan der Mauerzüge des Unterbaus der Plattform 11 und eine vorläufig hypothetische Geländerekonstruktion der älteren Palastphase mit Garten. In dem Plan wird auch ersichtlich, dass die Schichtenabfolge de facto kompliziert ist, hier auf der linken Seite, und es ergeben sich mehrere Fragen hinsichtlich der akkuraten Abfolge dieser Schichten. Zwei große Fragenkomplexe zum Beispiel, die sich daraus ergeben, sind, wie die Plattform de facto mit den Schichtsequenzen der nordöstlich anschließenden Siedlung des sogenannten Werkstättenareales zusammenhängt oder wie verhält sich die genaue stratigraphische Relation der Magazine im Südwesten, also des Areales H5, zu der Plattform. Um derartige Fragen zu klären, bedarf es nun nicht nur der genauen Ausarbeitung der Felddokumentation, sondern auch das genaue Studium des Fundmaterials trägt zur finalen Auswertung maßgeblich bei. Das zur Verfügung stehende Datenmaterial aus den Ausgrabungen von 1989 bis 1995 zu Areal H1 und 4 besteht aus händisch erarbeiteten Feldaufnahmen,
da auch in den frühen 90er Jahren noch keine GIS-relationierten Systeme oder digitalisierte Aufnahmesysteme wie digitale Kameras oder Totalstationen zur Verfügung waren. Das rekrutierte Datenmaterial setzt sich also aus händisch erstellten Feldaufnahmen und händisch erarbeiteten Registern verschiedener Art zusammen, wie wir hier sehen. Die Feldaufnahme besteht aus Planer und Profilen, weiters aus Detailzeichnungen zu einzelnen Fundkomplexen und ein wichtiger Bestandteil ist auch die Auswertung der Feldprotokolle, welche die verbale Beschreibung der Befunde beinhaltet. Darüber hinaus gibt es auch die fotografische Aufnahme der Feldarbeit, die eine zusätzliche Informationsquelle bildet. Den nächsten großen Block an Dokumentation bildet das Fundmaterial per se, das in verschiedenen Schritten in Registern, Karteien oder Archiven gespeichert ist oder auch erst eingescannt werden musste, wie zum Beispiel die Keramikregister und separat gehaltene sogenannte Kleinfundregister, welche das nicht-keramische Inventargut umfassen. Alle Objekte und Gefäße, also nicht-keramisches und keramisches Fundmaterial, sind sowohl durch Fotografie wie auch Zeichnung einzeln dokumentiert. Daneben gibt es noch die sehr große Anzahl der sogenannten Diagnostic Shirts, der formbestimmenden Gefäßscherben, die in den sogenannten Konvoluten nur durch Schnittzeichnungen erfasst sind, wie man links unten in dem Beispiel sehen kann. Dem großen Heer der studentischen Mitarbeiter auf der Grabung, die zur Erfassung dieser Konvolute maßgeblich beigetragen haben, sei hier jedenfalls auch unser Dank ausgesprochen, ebenso wie den vielen an der Dokumentation beteiligten Kollegen und Zeichner, sowohl der Keramik wie auch der nicht-keramischen Objekte der sogenannten Kleinfunde. Den Bearbeitern der Fotodokumentation, die bei Orea gescannt vorliegt, wie zum Beispiel Herrn Rainer Power, die aus der Masse der Teledava-Objektfotos jene für SBTelmi herausgesucht und entsprechend mit Inventarnummern der Objekte versehen haben, gebührt unser Dank, da dies eine Voraussetzung der richtigen Zuordnung von Foto zu Inventarnummern darstellt. Warum diese Akkuratesse weiter so wichtig ist, wird Ihnen nun auch meine Kollegin Frau Dr. Sandra Müller erklären bei der Darlegung der im Projekt angewandten Methodik. Vielen Dank. Ich werde Ihnen jetzt im folgenden Abschnitt die Methodik näher bringen, die innerhalb unseres Projektes angewendet wird. Begonnen haben wir vor etwa 2 Jahren zunächst einmal mit dem Zusammentragen des gesamten gescannten Grabungsmaterials, wie das handschriftliche Protokoll, Feldzeichnungen bestehend aus Planer im Zeichenformat 1:50, Profil- bzw. Schnittzeichnungen im Format 1:20 sowie Detailzeichnungen im 1:10er Format. Hinzu kam eine Unmenge an Fotos, die zuerst sortiert werden mussten in Feld- bzw. Fundfotos. Da es sich um die Aufarbeitung einer Altgrabung handelt, gibt es keine Vermessungsdaten in der Fülle, wie sie heutzutage bei Feldforschungsunternehmen anfallen. Wir konnten aber auf AutoCAD-Pläne, die auf einer früheren Digitalisierung der Planungszeichnungen basieren, zurückgreifen. Neben diesen Felddaten wurden auch weitere bezüglich der Fundobjekte gesammelt. Darunter fallen die Fundzettel mit ihren wertvollen Skizzen hinsichtlich der Fundposition, aber auch die Konvolutkarten, ebenso wie Inventarbücher und bereits bestehende Datenbanken. Zwar könnte man nun sagen, dass Konvolutkarten, Datenbanken und Inventarbücher auf dieselben Fundzettel zurückgehen, aber aufgrund der über 30 Jahre zurückliegenden Grabung kommt es vor,
dass es gelegentlich zu Datenverlust gekommen ist, der durch sehr zeitaufwendigen Abgleich der einzelnen Archive kompensiert werden muss. Vervollständigt wird die Funddokumentation dann noch von Fundzeichnungen sowie Fundfotos. Nachdem die Phase der Datenaufnahme abgeschlossen war, wurden zunächst die Profilzeichnungen mittels Adobe Illustrator überarbeitet, wobei Schichtübergänge korrigiert und quadrantenübergreifende Schichtverläufe korreliert wurden. Mitunter mussten auch komplette Profilbeschreibungen nachträglich ergänzt werden, da diese fehlten. Um die damalige Grabungssituation besser visualisieren zu können, wurden Profile auch ihrer ursprünglichen Position entsprechend zusammengesteckt, um so die einzelnen Schichtverläufe besser verfolgen zu können und eine Doppelbenennung von Features zu vermeiden. Unter Features verstehen wir Schichten, Mauern oder Gruben. Die Planungs- und Detailzeichnungen hingegen wurden für eine GIS-Einbettung vorbereitet. Das bedeutet Entzerrungen, Bildbeschneidungen sowie eine Reduktion der Auflösung und ein Abspeichern als JPEG für jede einzelne Zeichnung. Im Anschluss daran wurde ein ArcGIS-Projekt angelegt, in das zunächst der AutoCAD-Plan, zu sehen in hellgrün, sowie ein Quadrantenraster in weiß eingehängt und georeferenziert wurden. Danach erfolgte der Import der Planungs- und Detailzeichnungen, die gleichfalls georeferenziert und gemäß Grabungsraster an der entsprechenden Stelle eingehängt wurden. Als Orientierungshilfe wurde eine Basemap, ein Satellitenbild, als Hintergrund hochgeladen. Bevor jedoch mit der Interpretation bzw. dem Umzeichnen der einzelnen Features begonnen werden konnte, musste die Struktur der Daten mittels Shapefiles erstellt werden. Polygon-Shapefiles wurden daher angelegt für Quadrantengrenzen, Arbeitertreppen sowie für Mauern, Hohlformen und Schichten, aber auch für Funde und Bauteile. Innerhalb dieser Shapefiles wird bei der Interpretation, also bei der Umzeichnung, für ein jedes einzelne Feature eine geschlossene Struktur, ein Polygon, erstellt. Auf der Abbildung sind die Polygone für Mauern in dunkelblau, Gruben in hellblau, Schichten in gelb und für Funde in rot sichtbar. Die Grenzen sind außerhalb mittels schwarzem Rand wiedergegeben. Da jedoch bei einer Planungsgrabung naturgemäß nicht alle Schichten in der Draufsicht erfasst werden, die in den Profilen vorkommen, dort aber ihre flächenmäßige Ausdehnung fehlt, wurde für Mauern, Hohlformen und Schichten jeweils auch ein Linien-Shapefile angelegt, um diese Informationen im GIS zu verankern. Denn nur wenn ein Feature zeichnerisch dargestellt wird, generiert GIS auch eine Datenbankzeile dafür. Ebenfalls als Linie wurden getätigte Grabungsschnitte bzw. Randprofile ihrer Position entsprechend verankert. In der Abbildung sind die Schnitte bzw. Profile mit einer dicken türkisen Linie angezeigt, während hingegen Features mit dünner Linie vermerkt sind. Je nach Shapefile werden Mauern als schwarze, Gruben als pinke und Schichten als blaue Linien außerhalb der Grabungsgrenze dargestellt. Auf die Interpretation habe ich ja jetzt schon teilweise vorgegriffen. Wie gesagt, werden Mauern, Hohlformen und Schichten gemäß Planungs- bzw. Detailzeichnung eingezeichnet sowie die Funde eingetragen. Dafür ist es wesentlich, alle Features zu benennen. Demnach wurden für Mauern eine M-Nummer und für Schichten und Gruben
eine Locus, also L-Nummer, vergeben, die jeweils bei 1 beginnt und quadrantenübergreifend auf die ganze Fläche ausgedehnt wurde. Nach der Interpretation, wodurch ArcMap automatisch eine Datenbankzeile generiert, wird diese mit den jeweiligen Informationen bestückt. Die einzelnen Shapefile-Datenbanken sind ähnlich gegliedert, jedoch nicht ident. Zu unterscheiden ist in Spalten mit Metadaten, also Informationen, woher das jeweilige Wissen stammt, und in Spalten mit informativen Einträgen, wie zum Beispiel Areal, Locusnummer, Planum und so weiter. Wesentlich sind hier jedoch die beiden Berechnungsspalten Extrusion und Base Height, wodurch in ArcSeen eine 2,5D-Darstellung der Volumina erreicht wird, auf die ich nach der Datenbank näher zu sprechen komme. Innerhalb der Datenbank wird es auch Verlinkungen geben. So sollen im Shapefile für Schnitte die jeweiligen Illustrator-Umzeichnungen mittels Hyperlink aufrufbar sein oder aber bei den Funden, Fundfotos und Fundzeichnungen. Geplant ist auch, Grabungsfotos per Hyperlink abzurufen, weshalb hierfür ein eigenes Shapefile angelegt wurde, nur um den Link zu einem Fotoordner einzubetten. Kommen wir nun zu der vorhin angesprochenen 2,5D-Darstellung der Volumina in ArcSeen. Durch die ArcMap-Berechnungsspalten Base Height und Extrusion werden sowohl Basislinie als auch höhenmäßige Ausdehnung rechnerisch erfasst und grafisch in einer 2,5D-Umgebung als Volumenblock wiedergegeben. Dies erleichtert die Visualisierung von Mauern, Gruben bzw. Schichtabfolgen. Aber auch hinsichtlich der stratigraphischen Überlagerung einzelner Mauerzüge sowie über die Einbettung der Funde kann Klarheit geschaffen werden. Der Vorteil von ArcSeen liegt dabei in der Möglichkeit, die ausgewählten Features zu drehen und wenden und sich so einen räumlichen Überblick zu verschaffen. Auch die verschollenen Features, die nur in Profilen, nicht aber in Planer vorkommen, können mittels ArcSeen als Linie gemäß ihrer längenmäßigen Ausdehnung entsprechend dem Mittelwert ihrer Ober- und Unterkante visualisiert und in einer 2,5D-Umgebung dargestellt werden. Bleiben wir nun bei unserem Musterquadranten L27 und schauen wir uns an, wie der letzte Arbeitsschritt aussieht, die Erstellung der Harris-Matrix. Hierzu wird zunächst eine separate Matrix für jedes Profil erstellt. Ist diese stimmig und kommt seitens der Software Harris Matrix Composer Plus keine negative Rückmeldung, werden die Einzelmatrizen zu einer gesamten Profilmatrix je Quadrant zusammengehängt. Wird dieser Vorgang gleichfalls als valid vom HMC Plus gewertet, werden die Features aus dem Planer dazugehängt und wiederum auf die Valid-Bestätigung gewartet. Erfolgt dies, ist die Stratigraphie des Quadranten in sich stimmig und richtig und es kann zum nächsten Planquadrat übergegangen werden. Zur Vereinfachung der Matrix werden Gruppierungsboxen über Features gezogen, die zusammengehören. Sei es zum Beispiel bei der Gleichsetzung von Lozi oder aber bei mehreren Mauern und Lozi, die definitiv einem bestimmten Gebäude zuzuordnen sind, wie zum Beispiel der Küche Phase 1. Letztendlich werden im HMC Plus noch Zeitleisten links außen definiert, aber das ist ein weiterer Arbeitsschritt, der noch erfolgen wird. Und damit übergebe ich wieder zurück an meine Kollegin, Frau Professor Hein.
In Anschluss an die Ausführungen zur Methodik führe ich hier noch ein Beispiel an, das den Weg von der Feldaufnahme bis zur Rekonstruktion eines Features in verschiedenen Schritten zeigt. Es handelt sich um den Komplex von zwei Öven, die in drei verschiedenen Fundsituationen aus dem Feld dokumentiert vorliegen, die wir hier links untereinander aufgereiht sehen. In der Mitte sind diese Features im georeferenzierten Schema umgesetzt und mit den Funden bereits verlinkt, welche durch die roten Punkte dargestellt sind. Rechts daneben sehen Sie eine Vektorgrafik für die Erhebung der Mauervolumen. Zuletzt kommen wir dann zu einem anschaulichen Beispiel von diesen zwei Features, eben der Öven, als Beispiel für die Umsetzung dessen, was aus der Grabungsdokumentation im Foto vorhanden ist und das Endprodukt derselben Struktur in der computeranimierten Grafik. Ziel unseres Projektes ist es, durch die Aneinanderreihung der auf solche Art erschlossenen Features die gesamte Plattform und den anschließenden Siedlungsbereich mittels der noch vorhandenen Informationen zu erstellen, daneben die Stratigraphie-Details zu klären und wir sind zuversichtlich, bis Ende nächsten Jahres ein Gesamtbild zu erreichen. Abschließend sind hier noch einmal die an dem Projekt beteiligten Institutionen genannt, voran der Fördergeber, der Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank oder die an der Durchführung beteiligten Institute, hier vor allem WIAS, bei dem das Projekt angesiedelt ist. Dem Institut für Ägyptologie danken wir für Kooperation, ebenso wie dem Ludwig-Boltzmann-Institut für archäologische Prospektion und visuelle Archäologie, für Know-how und Beratung im Datenmanagement. Seven Reasons ist für die Kooperation bei den Visualisierungen zu danken, dem ÖAI Kairo und OREA, beides Institute an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, danken wir für die Zurverfügungstellung von Basismaterialien aus den Archiven. Ebenso danken wir Ihnen hiermit für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns darauf, Ihre Fragen im anschließenden Chatroom beantworten zu dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.